Hallo liebe Freunde der Neugier, heute bin ich mal bei Tanz mit Anna und sie wird uns heute mal ein paar coole Dance Moves zeigen, die einmal für Jungs und auch für die Mädels in der Disco ganz cool aussehen können. Und ich werde dann mal gucken, ob ich da mitkomme und das auch so hinbekomme. Also los geht's! Erstmal werden wir mal ein bisschen locker und hören der Musik zu, okay? Hast du den Beat? Läuft. Läuft. Dann können wir starten mit unserem ersten Move. Achtung, es geht los. Wir gehen zur Seite und ran. Easy, ein bisschen schneller. Komm, zur Musik. Yeah. Yeah. Und jetzt dreh dich ein bisschen nach innen dabei. Jawohl. Oberkörper schön locker, mitbouncen. Läuft. Okay, jetzt hast du noch was gewünscht, und zwar den Oberkörper-Bounce. Den machen wir jetzt dazu, oder? Jo! Also, wir gehen nach hinten. Genau, und Schritt. Ladies up, Schritt. Also, das sind übrigens jetzt die Moves für die Boys. War das noch ein bisschen cooler? Komm. Hier, komm. Oberkörper rück. Jawohl. Arme sind immer locker und entspannt, das ist wichtig. Bisschen schwingen lassen. Jawohl. Erster Move sitzt, oder? Okay, jetzt kommen wir zu der zweiten Bewegung. Also, rechts über links kreuzen, jetzt wird tricky. Und dann drehen wir uns weg. Ja, das Ganze machen wir natürlich ein bisschen fließender. Also, wir haben Kreuz, cool wegdrehen. Und dann kann man weiter tanzen, eigentlich. Dann kann man weiter tanzen. Das machen wir mal. Oh, Kreuz. Und jetzt hier ein bisschen dancen. Und jetzt Achtung wieder. Kreuz, da sind wir. Okay, hast du? Auf jeden Fall entspannt. Lass uns das noch ein bisschen schneller machen zur Musik. Achtung! Es geht los. Und bounce und tanzen. Geht wieder zurück. Yeah, du hast es. Super! Yeah. Ein Naturtalent. Sehr schön. Wollen wir das Ganze verbinden? Ja, dann machen wir jetzt mal den Ultra-Move für die Jungs. Okay, wir starten. Also, wir hatten einen Schritt ran. Mit dem Oberkörper zurücklehnen. Immer schön cool bleiben. Und auf die Musik hören. Und Achtung, wir gehen jetzt in die Kreuz. Oh, Kreuz. Jo, ich komm mal nach, ne? Und jetzt, wir drehen uns zurück. Oh, yeah, super. Wir haben. Ja, auf jeden Fall fühle ich mich schon gleich viel cooler. Und lockerer. Jetzt kommen die Mädels dran, würde ich sagen. Ja. Okay, ich tanze einfach auch mal mit, auch wenn ich... Kein ich mache ein bisschen Hüpfschwung. Den wirst du brauchen. Wir starten. Auf beiden Füßen stehen. Knie leicht gebeugt, ganz locker, so wie man eben im Club ist. Ne? Und dann geht's los mit einer 8 für die Hüfte. Jawohl, lass die Hüfte kreisen. Nimm die Arme dazu. So ein bisschen Wellenbewegung ist das. Yes. Im Club kann man das Ganze noch ein bisschen kleiner tanzen. Nicht übertrieben. Und schön fließend, weiblich. Für die Mädchen. Okay, damit mache ich jetzt schon die Impro. War nicht so abgesprochen. Okay, ersten Teil haben wir, ne? Jetzt kommt der zweite, Achtung. Füße zusammen, erstmal ein bisschen mitbouncen, wieder die Musik hören und dann machen wir einen Tap zur Seite und dran. Zur Seite und dran. Nee, du bleibst am Platz. Seite und wieder zusammen. Genau. Ach so. Tap. Jawohl. Okay, ein bisschen schneller, super. Okay, jetzt ein bisschen Hüfte mit rein. Hüft. Wobei den Schritt kann man eigentlich ohne Hüfte auch für die Jungs nehmen. Könnte man theoretisch machen. Also bei David seht ihr sozusagen die Variante für die Jungs und bei mir für die Mädels etwas so, mehr Hüfte. Ja, einfach ein bisschen mehr Hüfte. Aber ich spüre den Groove. Yes. Und das ist auch schon der zweite Move. Man kann auch mit dem Arm ein bisschen improvisieren, was man so macht. Okay, wir haben's, glaube ich. Ja, cool. Sehr schön gemacht. Ich freue mich, jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich so ein bisschen in der Disse tanzen kann, damit es nicht ganz so abgespackt aussieht.
Wir machen auf jeden Fall noch einen zweiten Teil. Den gibt es dann bei Anna auf dem Kanal. Wenn ihr also noch mehr Moves sehen wollt, dann schaut mal auf ihrem Kanal vorbei. Den verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung und auch oben in der Infobubble. Also, ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, euer Schlaumacher. Ciao.